Sigmund Freud, ein Mann so einzigartig wie geheimnisvoll. In der Netflix-Serie Freud lernen wir einen jungen Sigmund kennen, der gemeinsam mit dem Medium Fleur Salomé und dem Kriegsveteranen Alfred Kiss versucht, einer rätselhaften Mordserie auf die Spur zu kommen. Doch wer war Freud wirklich? Sigismund Schlomo Freud wurde am 6. Mai 1856 in Freiberg geboren. Seine Eltern, Jakob und Amalia, hatten neben Freud noch 7 weitere Kinder. Eine richtig stabile Großfamilie eben. Schon ein Jahr später änderte sich das Leben der Familie Freud schlagartig. Die Wirtschaftskrise trieb das väterliche Geschäft in den Bankrott und die Familie musste umziehen. Mit einem kurzen Zwischenaufenthalt in Leipzig landeten sie schlussendlich im schönen Wien. Dort besuchte Sigmund das Leopoldstädter Kommunalgymnasium. Dort schloss er, wie sollte es auch anders sein, seine Matura mit Auszeichnung ab. Doch um ein Haar hätten wir auf die Freudschen Theorien verzichten müssen, denn Sigmund wollte ursprünglich Jurist werden. Glücklicherweise entschied er sich dann doch für die Medizin und schrieb sich 1873 an der Universität Wien ein. Aber ihr werdet niemals darauf kommen, mit welchem Thema sich seine erste Forschungsarbeit beschäftigt hat. Weder mit Träumen noch mit der Psyche, sondern mit Untersuchungen an Aalhoden. Ja, richtig gehört, Aalhoden. 1882 begann Freuds Werdegang als Arzt und Psychiater im Wiener Allgemeinen Krankenhaus. In dieser Zeit lernte er eine seiner großen Lieben kennen, das Kokain. Von 1884 bis 87 forschte Freud intensiv an der bis dato wenig bekannten Droge. Dafür unternahm er nicht nur Selbstversuche, sondern probierte auch die Morphiumsucht seines Freundes Ernst von Fleischl mit Hilfe von Kokain zu heilen. Klingt komisch, war es auch. Unglücklicherweise lief diese Behandlung mehr als schief. Nicht nur war der gute Fleischl morphiumsüchtig, nein, mit Freuds Hilfe gab es auch noch eine Kokainabhängigkeit obendrauf. 1885 begann ein neues, wichtiges Kapitel im Leben des Sigmund Freud. Er begab sich auf eine Studienreise nach Paris, wo er auf Jean-Martin Charcot trifft. Charcot war der Erste, der Hysterie als echte Krankheit diagnostizierte. Die Hypnose war essentiell in Freuds Arbeit. Für ihn war sie eine Methode, um die innere Blockade auszuhebeln und Zugang zu dem Unterbewussten zu finden. Doch seine Arbeit traf auf viele Kritiker. Einer der lautesten war der Psychiater Theodor Meinert, der in Freud eine Art Scharlatan, höchstens einen besseren Quacksalber sah. Dr. Freud! Vielleicht sollten Sie doch besser in das Fach der Chemie wechseln. Wie ich höre, sucht man dort noch nach dem Stein der Weisen. Das blieb für Freud nicht ohne Konsequenzen. Schlussendlich verabschiedete er sich endgültig von der Hypnose. Er musste feststellen, dass seine Patientinnen durch die Behandlung Gefühle amoröser Art für ihn entwickelten. Ganz schön unangenehm. Aber nichts im Leben ist vergebens und so legte die Hypnose den Grundstein für die Psychoanalyse. Für Freud war sie ein Verfahren, mit dem Traumata benannt werden konnten. Das sollte zur Heilung der daraus entstandenen Symptome führen. Dabei wurden die in der Kindheit erlebten Erfahrungen wie Erniedrigung, Ekel oder Gewalt thematisiert. Kritiker bemängelten, dass Freud sich dabei zu sehr auf sexualisierte Gewalt, insbesondere durch den Vater, beschränkte. Dadurch würden andere Traumaerfahrungen ausgeblendet werden. Später verwarf Freud selber diesen Ansatz. In seiner neuen Betrachtung ging er von triebhaften Wünschen und Fantasien des Kindes gegenüber seinen Eltern aus. Damit beschrieb er das, was wir heutzutage als Ödipus-Komplex kennen. Oder einfacher gesagt, Sohn verliebt sich in Mutter, während er gleichzeitig im Vater einen Rivalen sieht. Klar? Klar. 1886 war ein romantisches Jahr für Freud. Nach 4 langen Verlobungsjahren heiratet er seine große Liebe Martha Bernays. Lustige Randnotiz an dieser Stelle, Freuds Schwester heiratete später Marthas Bruder. Ach ja, was eine Zeit. Martha und Freud bekamen 6 Kinder. Zu seinen Söhnen pflegte Sigmund ein recht distanziertes Verhältnis, während seine Töchter ihm sehr nahe standen. Man munkelt, es hätte an der intellektuellen Überlegenheit der Töchter gelegen. Andere sagen, dass Freud generell ein kühler Mensch war, der sowohl Familie als auch Freunden gegenüber sehr distanziert war. Was Freud wohl über den privaten Sigmund so gesagt hätte?
Doch weder seine Liebe zu Martha noch seine Spielchen mit Kokain konnten an die größte seiner Obsessionen heranreichen, die Zigarren. Freud rauchte sage und schreibe 20 Zigarren am Tag. Natürlich blieb das nicht ohne Folgen. Er erkrankte an Gaumenkrebs und wurde deswegen 33 Mal operiert, bis ihm Teile des Kiefers entnommen und durch eine Prothese ersetzt wurden. Und damit hätten wir es wieder. Rauchen ist schlecht. Eine der bekanntesten Theorien aus Freuds Feder beschäftigt sich mit dem Aufbau der Psyche. Das Ich, Über-Ich und Es. Dabei erfüllt das Es die Rolle des triebgesteuerten Unterbewusstseins, das unter anderem Hunger, Sexualität, Bedürfnisse und Affekte wie Liebe und Hass steuert. Das Ich ist das Randgebiet des Es. Es ist die psychische Instanz, die die Vernunft und Rationalität regelt. Das heißt, wenn wir denken, uns erinnern und fühlen, ist das Ich am Werk. Das Über-Ich verarbeitet alle von außen erlernten Erfahrungen und Normen. Wenn unsere Moral- und Wertvorstellungen reagieren, dann schuftet das Über-Ich. Und da Freud gerne in den Tiefen der menschlichen Psyche grub, war für ihn der Konflikt zwischen den drei Instanzen der Grund für jedes menschliche Verhalten. Nach rund 50 Jahren in seiner berühmt-berüchtigten Wohnung in der Berggasse 19 in Wien musste die gesamte Familie Freud nach Ausbruch des Nationalsozialismus ins Exil nach London fliehen. Außerdem wurden Freuds Bücher von den Nazis verbrannt und er selbst zum Staatsfeind erklärt. Zuerst unterschätzte Freud die Lage. Doch nachdem seine Tochter Anna von der Gestapo verhört wurde, war auch für ihn klar, dass die Familie nicht mehr in Sicherheit war. Und so musste sich die Familie Freud 1938 mit dem gesamten Wiener Wohnungsinventar nach London aufmachen. Doch nur ein Jahr und sehr viele körperliche Schmerzen später wollte Freud seinem Leben einen selbstbestimmten Abgang verschaffen. Er bat seinen Arzt, ihm durch eine Überdosis Morphium beim Sterben zu helfen. Und so endet die Geschichte von Sigmund Freud, einem der kontroversesten Wissenschaftler und Psychologen unserer Zeit. Lag er mit all seinen Theorien und Behauptungen richtig? Sicherlich nicht. Aber löste er eine Revolution in seiner Disziplin aus? Nun ja, vielleicht auch nicht direkt. Aber wie viel weniger Spaß hätten wir im Leben ohne Begriffe wie Penisneid? Eben.